Der Bus bleibt erhalten. Sie sehen es hier mit den alten Utensilien von vor über 50 Jahren. Sehr instruktiv, um zu sehen, wie schlicht die ersten Volontäre hier Nes Amim gestartet haben. Aber dann haben wir den Vorraum anders gestaltet. Wir haben mehr Platz geschaffen. Vor allen Dingen das Material wurde reduziert auf das Wenige, was dann viel aussagekräftiger ist. Und ich finde, am Ende ist es sehr gut gelungen. Und vielleicht gehen wir einmal herüber in den anderen Raum. Wir starten mit den Pionieren, nach Ländern geordnet. Und unterschiedliche Beiträge haben sie geleistet. Sie werden hier gewürdigt und es gibt Anlass, ihre Geschichten zu erzählen. Und dann haben wir hier eine lange Zeitleiste von 1962 bis 2014. Mit 5 Luftbildern, die sehr schön die Entwicklung Nes Amims zeigen, wie die Glashäuser mehr und mehr wachsen, wie das Dorf damit wächst, wie das Hotel gebaut ist und jetzt auch das neue Projekt der neuen Häuser zu sehen ist. Und dann gibt es unterschiedliche Bildergruppen, die die verschiedenen Aspekte Nes Amims aufzeigen. Hier wird das Leben der Volontäre in 50 Jahren mit sehr unterschiedlichen Bildern in Szene gesetzt. Da auf der anderen Seite sind die beiden Stichworte Dialog, lokale Dialoggruppen mit Bildern deutlich gemacht und die Studienarbeit mit ausgewählten Beispielen unserer Studienarbeit. Und darüber hinaus Bilder aus der Nachbarschaft, die zeigen, wie Nes Amim in einer multiethnischen, multireligiösen, multikulturellen Umgebung hier im Staat Israel im Norden in Galiläa gestaltet ist. Und wir haben hier Bilder, die unsere christliche Identität zum Ausdruck bringen, das House of Prayer and Study, verschiedene Gottesdienstszenen und unser Emblem. Und dann gibt es einige Dokumente, natürlich das Memorandum, klassische Zeitungsausschnitte und auch eine Gedenktafel für die beiden Volontäre, die als Soldaten Israels ihr Leben gelassen haben, Peter Henoch Dennemann und Jonathan Vermeulen.